Hallo wieder bei Star Wars Jedi Fallen Order und wir gehen nochmal durch diesen Eingang durch, wo Karl jetzt minutenlang rumstand. Meine Aufnahmeplatte war nämlich fast voll und ich muss sie erstmal rauskopieren. Du kehrst also zurück. Mutig, aber nicht weise. Ja, vielleicht. Merrin, richtig? Ich bin Cal Kestis. Was dir über die Jedi erzählt wurde, war falsch. Das sagst du, Cal. Malikos hat auch viel gesagt. Terran Malikos hat zu meinem Orden gehört, aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Was denn dann? Wir waren Friedensstifter. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt, ich. Ich bin wohl einer der Letzten meiner Art. Ich war noch ein Kind, als sie angriffen. Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns. Und schlachtete mein Volk ab. Meine Schwestern. Bis ich ganz allein war. Mit den Toten. Dann kam Malikos. Und versprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikos hat das einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Und schon ist sie weg. Ich beobachte dich. Verschwinden wir von hier. Ja, der Krieg. Dort liegt dein Ziel. Noch kannst du gehen. Leider nicht. Leben stehen auf dem Spiel. Und welche? Unschuldige. Machtbegabte Kinder, die gejagt und ermordet werden. So wie wir. Also der Krieger in Rüstung mit dem Lichtschwert ist natürlich General Grievous, sehe Star Wars The Clone Wars. Hast du was, Kumpel? Mein Freund, der Erwerb neuen Wissens hat mich nie abgeschreckt. Malikos? Willkommen daheim. Bist du hier, um zu trainieren? Was in diesen Ruinen wirkt so anziehend auf dich, dass du den Tod riskierst? Das könnte ich euch auch fragen. Dort schlummert Stärke. Mehr als Jedi verstehen können. Und ich kontrolliere sie. Das würde ich dir auch anbieten, Kerl. Begreift ihr denn nicht? Das alles interessiert mich nicht. Ich will den Orden wieder aufbauen. Den Orden der Jedi aufbauen. Oh, du armer Narr. Es ist vorbei. Die Zeit der Jedi ist längst vorbei. Erstickt von der Tradition. Ertaubt durch unseren vergangenen Ruhm. Erblindet durch endlosen Krieg. Gut möglich. Aber es ist nie vorbei, Malikos. Wir sind jetzt hier und können dazulernen. Und auf unseren Fehlern aufbauen. Dazu lernen. Sie haben keine Zukunft mehr. Warum siehst du das nicht ein? Es ist Zeit für einen Neuanfang. Du und ich, wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Nein. Dann wird Datomir dein Grab sein. Schlag mich nieder! Du triffst mich nicht! Du bist erbärmlich! Nur Feiglinge rennen weg! Ich hab schon Schlimmeres überlebt! Kämpf mit mir!
Nur Feiglinge rennen weg. Siehst du, Padawan? Ich bin konzentriert. Es mangelt dir an Raffinesse. Nutzlos. Hilfst du mir mal bitte? Glückstreffer. Schnell, bemerkenswert. Du wirst mich nicht besiegen. Ich hab's kaum gespürt. Lass ihn im Dunkeln mit seinen Geheimnissen, bis der Tod ihn holt. Warum hilfst du mir? Wir erlösen Datomir von diesem Parasiten. Machtschübe. Du musst Machtschübe auf den Typen machen, dann geht das ganz gut eigentlich. Will ich kurz mal meditieren und dann können wir reden. Ah, der Gegner sind respawned. Das heißt jetzt aber nicht, dass der Typ wieder da ist, oder? Ein bisschen kontraproduktiv. Was willst du wirklich hier, Cal Kestis? Die Erbauer dieses Grabs, die Sepho, erschufen ein Objekt, das Astrium. Es öffnet ein Gewölbe weit entfernt. Dort ist eine Liste machtbegabter Kinder in der Galaxis, aber das Imperium sucht auch danach. Welches Imperium? Das Imperium.
das alle Machtbegabten vernichten will, damit sich ihm niemand mehr in den Weg stellt. Dann wird es irgendwann auch nach Datomir kommen. Wie der Krieg. Ich helfe dir, das Astrium zu finden. Und danke. Dieser Ort. Was ist das? Wir haben es endlich gefunden. Ja. Es ist wahr. Marin, das könnte der Schlüssel zur nächsten Jedi-Generation sein. Das freut mich für dich. Und die Jedi. Aber nichts kann meine Leute zurückbringen. Ja. Nach der Auslöschung war ich allein für eine lange Zeit. Ich war versteckt und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und was dann? Ein guter Freund sagte, ich soll aufbrechen und meinen Platz in der Galaxis finden. Du hast auf ihn gehört. Nein. Aber das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Und jetzt bin ich hier. Völlig unerwartet. Ein Weg nach vorn. Ich gehe mit dir. Wirklich? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Damit ist jetzt Schluss. Ich will an deiner Seite kämpfen. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Ja. Ja, das stimmt wohl. Was denkst du, BD? Ich auch. Aber meine Crew werden wir erst noch überzeugen müssen. Tja, dann machen wir das. Ein Neuanfang. Nicht nach vorn. Jetzt schon. Hast du die vorhin auch angehoben? Ja. Ich wollte sehen, wie du mit Malikos fertig wirst. Als Prüfung? Glückwunsch. Okay. Du hast bestanden. Wirst du mir dabei helfen? Ach, du schaffst das schon. Ja, nee. Tschüss. Diese Frau, mit der du reist. Wer ist sie? Sehr? Woher weißt du von ihr? Ich habe deine Gefährten gesehen. Malikos befahl, sie anzugreifen, aber sie waren keine Bedrohung. Sehr. Nun, sie war einmal ein Jedi. Lange Geschichte. Ich würde sie gern hören. Wir treffen uns bei deinem Schiff. Okay. Dann gehen wir einmal zum Schiff zurück. Machen wir das. Ich habe gerade keine Ahnung, wie lange diese Folge eigentlich läuft. Weil ich ein paar... Die Kopfgeldjäger. Moment, ich meditiere doch mal eben, damit ich einen Speicherpunkt habe. Weil ich auch ein paar gescheiterte Bosskämpfe hier gerade noch in der Aufnahme habe, habe ich gerade keine Ahnung, wie lange es dauert, wenn ich die noch rausschneide. Deswegen... Die
kurz mal speichern. Ich kann nicht vor jedem Kampf davonlaufen und ich habe hier gerade gespeichert, also komm. Hier, Kumpel! Willst du auf ihn schießen? Gottes Grüße! Gar nicht! Als wär's jetzt ein Duell. Oh, gut ausgewichen. Hab dich. Versuch doch, mich aufzuhalten. Oh, das hat sicher wehgetan. Warum ist jetzt in dieser Engstelle die ganze Zeit? Du bist so gut wie tot. Schön, dass wir uns jetzt auch nochmal um diese beiden Typen gekümmert haben. Das sind die Momente, wo ich jetzt, wo ich die Schnellreise vermisse. Wo ist... Bitte... Ab hier einmal durchs Gebäude. Ich dachte, die Zombies... Ich dachte, die Zombies greifen mich jetzt nicht mehr an, aber okay. Hier geht's wohl doch nicht lang. Ach, Leute. Okay, im Zweifel den Zombies nach. In Ruhe er meditieren kann, während so ein Zombie neben ihm ist. Oh Mann. Was ist denn das? Ich weiß ja nicht mal, ob ich hier richtig bin. Ab hier durch, ja. Das sieht gut aus. Ah, drüben ist die Mantis. Du hast es gefunden. Wow, wer ist das? Will er uns irgendwas damit sagen? Dass ich mich euch anschließe. Sia, Grease, das ist Marin. Sie ist doch eine Hexe, oder? Eine Schwester der Nacht. Deine Angst ist völlig unbegründet. Ohne sie hätte ich das Astrium nicht. Wir haben Malikos bekämpft. Ich traue ihr. Und wir trauen dir. Du musst dir das verdienen. Okay, na schön. Komm und setz dich. Aber wehe, sie stellt was an. Willkommen an Bord. Sie mögen dich. Ich
Ich verstehe nicht, was du sagst. Neue Verbündete. Gut, ich bin mir nicht ganz sicher, wie lang die Folge am Ende jetzt sein wird. Wenn ich die Bosskämpfe ein bisschen rausschneide, aber dann mache ich einmal den Cut. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.